Ja, servus und herzlich willkommen zum nächsten Vlog von mir. Ja, der nächste Vlog ist gut, der letzte ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. Ich war's. Ja, wann war denn der letzte? Bestimmt schon wieder zwei oder waren fast drei Wochen, wann der her ist. Ich habe die ganze Zeit nichts gemacht, weil ich eigentlich gedacht habe, ich bringe wieder einen Vlog, wenn die Oma dann einmal gefergelt hat. Aber die Oma macht mal einen Strich durch die Rechnung. Ja, errechnet war ja eigentlich der 27. Februar. Da hätte es ja eigentlich feigeln sollen. Aber 27. ist vergangen. Okay, ich dachte, ich könnte dann doch später sein. Doch, der 20. ist vergangen. Okay, ich könnte noch ein wenig später werden. Vielleicht hat es doch ein wenig gedauert. Der 29. wo ich gedacht, naja gut, vielleicht war die Rausche ein wenig länger, weil frühestens am 6. hat es geheißen, war schon noch. Ja, und so ist es weitergegangen und jetzt haben wir mittlerweile den 7. März und ist immer noch nichts passiert. Die steht immer noch im Stall hin, gefuttert immer noch ganz normal. Ja, ist faul, liegt ein wenig rum, läuft wieder ein wenig rum und dann liegt es aber ein wenig. Tja. Am Gesäuge sieht man jetzt, das wächst dann ein bisschen an. Das war dann ein wenig dicker. Und ja, da sind auch ein paar Zitzen dabei, die waren die ganze Zeit recht klar. Die hast du auch gar nicht als Zitzende kennt. Und jetzt bilden sie sich erst so stückelsweise aus. Ich gehe mal rüber auf die andere Seite. Ich habe bloß die Hühner gleich hinter, dass die dann auch in ihren Stall sind, wo sie auch noch gehören. Ja. Na Oma, man sieht jetzt da zum Beispiel, eins, zwei, die dritte ist relativ klar, die dritte hat sitzen, die war da total flach und auf der anderen Seite ist es genauso, da hat eine, die ist ja, noch gar nicht richtig ausgebildet. Geh mal Mädchen. Ja, ne, bist so eine Liebe, gell? Ja, du bist der alte Grunze. Hast du den Bauch gekrabbelt, hm? Ja! Ach du! Da kommt noch kein Mensch nach! Schön, gell? Das genießt er! So! Ja, da müsste ich jetzt nein. Jetzt nicht. Manchmal sieht man das, also tragen das auf aller Fälle. Manchmal sieht man, wie es von innen raus ein wenig schubst. Manchmal sieht man es ganz deutlich, manchmal bloß so ein schwaches, so kann man beben unter der Bauchdecken. Da muss ich jetzt gerade wieder. Ja, also nachdem es am 27. nicht so weit war und sie im Moment auch keine so rechten Anstalten macht und im Moment auch kein Nestbau. Ich habe erst gedacht, das ist Nestbau, aber das war bloß ein wenig hierher. Einmal. Weil ich habe sie ja am 24. am Montag habe ich sie rein. 24.2. seitdem ist er im Stall. Ich meine, ich habe sie alle zwei im Stall hin. Plus getrennt. Am 24. habe ich sie vom Ferkelchen getrennt. Weil sie ja theoretisch der Rechner da doch gewesen wäre. Deswegen steht er jetzt davon. Und sie jetzt da hinten. Ja, und auslassen durch seinen Moment eh nicht, weil es ist einfach zu nass. Es bringt nichts. Was sollen sie jetzt da hausen durch das Matschzeug laufen? Das ist ja Quatsch. Das wird, wenn es ein bisschen trockener ist, da kommt die Fräsen. Und dann wird er mal mit den Fräsen durchgefahren. Dann zusätzlich haben wir von unten her vom Chrom. Da hat mein Bruder ausgebaggert gehabt. Da unten läuft der Chrom entlang. Da ist ein Haufen Erden. Die kommt da noch wieder her, die ist zwischengelagert, die wird mit da aufgeschüttet. Und dann war da Kalk mit reingestreut und das Ganze untergefräst. Dann sind auch mal die Bakterien abgetötet, die drin sind. Und dann habe ich da mal ein wenig Ruhe. Ja, aber wie gesagt, im Moment, wir haben vorne wieder Regen und wieder kein Regen und wieder Regen und wieder kein Regen. Und es wird gar nicht so richtig trocken. Hinten in der Koppel habe ich auch Nassgallen, die runterläuft mittlerweile. Also das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt, dass da so viel Wasser war. Da läuft so richtig die Nassgallen runter. Da, wenn du nice habst, selbst mit Gummistiefeln, da gehst du erst einmal unter. Das ist ein ganz normaler Wiesenflächen, schaut aus wie totes Grüner. Aber wenn du nice habst, dann ist die Gummistiefel fort. Hat ein wenig was vor Mal. Ja, kann man nichts machen, ne?
es ist heuer halt einfach ein nasses Frühjahr. Ich will mich nicht beklagen. Ist ja schön, dass es viel regnet. Wir haben die letzten zwei Jahre wenig Regen gehabt. Der Buden hat auch auf den Nacht zu holen. Das Problem ist halt einfach, es regnet im Moment so viel, das läuft einfach nicht mehr ab und es sickert auch nicht mehr richtig ein. Also der Grundwasserspiegel ist immer noch zu gering. Das ist amtlich, das haben sie auch durchgegeben, aber wie gesagt, wenn es vorne regnet und regnet und regnet und regnet, ihr seht ja, das ist eine Seenlandschaft, aber wo will das Wasser noch, wenn der Boden einmal gesättigt ist, dann geht in der Boden nichts mehr rein. Dann ist das halt so. Ja, und das ist natürlich jetzt der Weg, wo ich jeden Tag da runterlaufe, der schaut auch nicht besser aus und naja, ist einfach das Übliche, was wollen wir machen. Wir müssen jetzt damit leben, ich meine, am Wetter kann ich eh nichts machen. Und wie gesagt, beschweren will ich mich auch nicht. Das Jammern auf hohem Niveau, einerseits sagt man immer, naja, da jammern sie rum, es ist zu trocken und dann jammern sie rum, es ist wieder zu nass, aber ein wenig so ein gesundes Mittel, das wäre schon schön, das wäre schon fein. Weil im Moment, es könnte aber wenigstens zwei Wochen ein wenig trocken bleiben. Wir müssten unten auf dem Feld einmal anfangen, das wird langsam Zeit. Das muss geackert werden. Der Senf muss neu geackert werden. Und ja, was willst du da machen? Ich meine, wenn es regnet und regnet und regnet. Ich habe einen Mist noch zerstreuer. Funktioniert auch nicht. Da kostet ein Typhoon, da kommst du nicht mehr raus. Bevor ich mir Flurschaden mache, jetzt was anderes. Die Wiesen anschlafen. Letztes Jahr habe ich am 19. März, glaube ich, war das, was ich gesehen habe, habe ich Wiesen angeschlafen. Funktioniert das ja wahrscheinlich eher nicht, wenn es so bleibt, weil so nass wie es jetzt ist, die nächsten zwei Wochen brauchst du ein iPhone. Aber gut, wie gesagt, ich will mich nicht beklagen. Sind wir froh darüber, dass er mal ringt, weil ich befürchte halt auch, wenn es dann wieder trocken wird, dann bleibt es wieder bis September trocken. Warten wir sehen. Wie gesagt, ändern tun wir eh nichts. Ob das ein schönes Jahr wird, ein schlechtes Jahr wird, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, ich habe zwei Felder, die geackert werden müssen. Und in das da unten soll ja ein Gaschen rein, in das andere draußen soll Haben rein. Irgendwann. Zu Dahlen kennen wir uns nicht und dann wird es halt später mit dem Seher. Ist halt so. Und dann wird es auch mit der Erde später, dass die rauskommen. Ist halt so. So, kommen wir uns nicht auf. Hör auf! Hol der Depp! Ich fühle das halt Wasserkühl um der Trottel. Ich hab's dir gerade aufgefüllt. Ja, gerade die Gießer runtergetrunken. Kippt er noch aus. Ja, da hast du ja nichts mehr. Du bist ein Vogel. Aha. Ja. Ja, der Herr hat auch ein Frühlingsgefühle. Gell? Gestern habe ich Strudel da hinein eingestreut. Dann hat er ein wenig gerankert gehabt. So, dann hat er mich, ein wenig erwischt. Ist nicht schlimm. Das ist ein Kratzer. Naja, der hat gescheiter Haue, wenn man nicht aufpasst, ne? Hätte ich damit rechnen müssen, zu meinem Bruder übrigens gesagt, wie der ist und auch nachgeschossen gekriegt hat. Ja, ich habe eingestreut und habe meinen Rücken zugedreht. Der hat ein wenig gerankert, passiert. Frühlingsgefühle, gell? Weil eigentlich ist er ganz ein Lieber. Ein ganz ein Lieber ist das Feigelchen. Oh ja, bist du ganz ein Feiner, gell? Du bist halt der Eber und du möchtest jetzt besteigen, ne? So wie der Gandhi hinten, der jetzt meint, der muss die Emma besteigen, aber die Emma macht er nicht. Und der Jogl und der Maggie, die meinen auch, die müssen sich untereinander besteigen. Und die Katzen, die sind auch ein wenig blem blem, das sieht man ihnen auch an. Der Frühling kommt quasi, ja, irgendwann. Schauen wir mal, die Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Ja, soviel auf aller Fälle zu den Hunden. Also bei der Oma ist wie gesagt noch nichts passiert, wann es jetzt soweit ist oder nicht soweit ist. Ich lerne mich nicht mehr aus dem Fenster, ich mache nicht mehr. Ich gebe keine Mutmaßungen mehr ab. Ich habe es aufgegeben, weil, tja, wenn ich eins gelernt habe jetzt die letzten zwei Wochen, wenn sie nicht mache, dann mag es auch nicht. Und dann passiert auch nichts, weil dann bin ich da runter, mitten in der Nacht, da schau, das ist alles gut. Ich habe drei Tage hintereinander die Wärmelampenbrenner gehabt, drei Tage Durchbrenner gehabt, ist auch nichts passiert. Habe ich aufgegeben. Ja gut, also da unten, wie gesagt, ist noch nichts passiert. Dafür sind andere Sachen passiert und die zeige ich euch jetzt. Ja, also was ist passiert? Der Vater hat einmal die alte Heuraufe wieder zusammengeschwarzt. Ich habe auch zwei da gehabt, die immer da draußen gehängt, wo im Offenstall. Die hat er wieder zusammengeschwarzt.
Und die habe ich jetzt heute endlich einmal raufgehängt. Dann Heunetze haben wir für die Adele, weil die gern Heu rausknubbelt aus den Netze. Und ja, ich habe zwischenzeitlich an die Barmehänger gehabt. Und jetzt halt aktuell mit da. Ja, die Adele hat sich gut eingelebt. Ja, ich weiß, die hat ein wenig Schlamm um die Füße. Ist halt selber ein Problem, ne? Wer kennt's nicht? Ich hab's ja schon mal gesagt. Ist halt einfach ein Scheißwetter. In der Hinsicht zumindest. Wenn es einmal drucken war, könnte ich da auch mal anfangen, aber solange es nicht ist, geht halt nichts. Die Adele hat sich auf jeden Fall super bei uns eingelebt. Macht sich richtig prima. Mit den anderen verträgt sie sich recht gut. Allerdings, der Jockel und die Emma haben das Sagen. Wenn die Emma nicht mag, dass die Adele da mit frisst, dann treibt sie einfach weg. Dann kommt die Emma einfach raus, wie jetzt. Und die Adele ist natürlich dann, ja, okay, gehe ich lieber. Ja, und der Jockel macht dasselbe Spielchen. Der foppt halt danach und jocht sie auch weg. Jetzt habe ich natürlich auch die Emma rausgelockt. Ist, dass ich da gestanden war. Machen wir es doch ganz einfach, da wir ihnen ein wenig was Gutes rein. Dann warte ich schon wieder mit rein gehen. Und dann zeige ich euch da hinten gleich noch was Neues. Da ist nämlich auch was passiert. Ich habe den Getrauboden endlich sauber. Zeit, wo ist. War ein bisschen leer, da habe ich mich letzter Woche Samstag, glaube ich, gut drüber gemacht. Und habe den endlich einmal sauber gekriegt. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Also, die ganzen Dachziegel habe ich auch gesaugt von innen. Die Wänden sauber gemacht, den Fußboden sauber gemacht, die ganzen Spelzen raus, die Dinge da oder die Kornschicht sind sauber. Das Werkzeug ein wenig zusammengerammt, da steht der Besen, da steht die Schaufel mit den Rädler, ein Sockern. Den Sattel vom Gandhi haben wir rauf, Zaumzeug haben wir rauf. Ja, da hinten, das ist zum Stocheln die Stange, falls die einmal verstopft, wenn was drin wäre. Die Brettlader, die sind drauf, weil da haben natürlich die Ratzen den Boden zusammengefressen. Die Brettlader hat der Großvater schon mal drauf gemacht. Und ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt kann man wieder bedenkenlos da oben laufen, ohne dass man in den Spinner reinkommt. Da im Eck, da liegen die ganzen Gebläsrohre. Und das Rohrstück da vorne dran, das ist für den Kipper hinten. Das wird hinten in der Kippe reingeschoben. Dann kannst du da quasi ins Gebläse reinlassen. Habe ich auch mit drauf gestellt. Das soll ja noch ein bisschen umgerammt werden, das Ganze. Ich will darauf das Getrado unten den Raum auch mal ein wenig sauber machen, ein wenig auframmen. Und unten die Gebläsrohre, die für unten kehren, beziehungsweise die, wo dann da oben noch gesteckt werden müssen, die sollen dann unten gelochert werden. Und da oben kommen auch nur die rauf, die, wo ich auch wirklich da oben brauche. Ja, so ist der Plan. Das ist das Ziel. Da sind wir schön sauber, wie man sieht. Ja, die Elektroinstallation von früher ist natürlich ein wenig graus, könnte man sich aber drüber machen. Die Fensterscheiben muss ich bei Gelegenheit aber noch machen. Das gefällt mir nämlich nicht, dass die kaputt ist. Und die Schrotmühle selber. Oh, der Stich. Sauber, komplett sauber, der ganze Schacht. Kannst schön wieder bis runter gucken, alles sauber geputzt. Ein paar Röstlöcher hat es halt, der Oberradrichter, aber das macht nichts. Die ist auf jeden Fall auch wieder tipptopp sauber. Bumm. So. Und dann passt das da auch. Ja, der Getrauboden ist sauber. Da haben wir wieder gelagert worden. Da haben einige geschrieben, ich soll halt Holzkisten bauen, das wäre sinnvoller. Wäre natürlich auch umweltbewusster, so Holzkisten, das ist natürlich klar. Aber wenn ihr die Ratzenlöcher da oben einmal gesehen habt, die Ratzen, die sind unermüdlich, die fressen sich durch. Und ich befürchte, wenn ich Holzkästen mache, muss ich das getragen heute, ist das selber ein Spielchen, dann fressen sich die da auch durch. Das nächste Problem um Holz ist, das habe ich da schon gesehen und das hat der Vater schon gesagt, auf Holzboden, du hast unheimlich schnell Mehlwürmer und Zeug und das kriegst du wieder ganz schlecht weg. Und ich meine so Regentonner oder alter Mülltonner oder was, wenn ich nehme, ja, die wenn leer ist, die kann ich auch mit dem Dampfstrahler auswaschen, die nehme ich, die drucke ich runter, wasche sie aus, tue sie wieder rauf, fertig ist die Sache. Geht halt deutlich einfacher, als wenn ich jetzt da hergehe und baue da eine Holzkiste, die halt genau da oben drauf passt. Was natürlich schon schön weh, die kannst du halt anpassen und die doch schränken. Aber das Problem ist halt, die wenn dreckig ist, die kriegst du halt nicht auseinander. Da müsstest du da komplett zerlegen, müsstest du dann ausdrucken, sauber machen, wieder rauf da und wieder zusammenbauen.
Oder du baust kleine Holzkisten, aber wie gesagt, das ist jetzt auch kostenfroh. Ich kriege ja Regenfässer oder auch Mülltonner teilweise nachgeschmissen. Die stehen auf eBay-Kleinanzeigen. Da, wenn ich einmal einen finde, wo einer hat, eine Mülltonner kriegst du da teilweise nachgeschmissen, die kostet dann 10 noch. Die eine da, die wo unten steht, die habe ich sogar geschenkt gekriegt. Ich habe 82 Liter Tonner. Die wollte sie verschenken. Wo ich mir dann denke, naja, einmal mit Dampfstrahler hast du ausgekocht mit ein wenig Chemie, danach gründlich hast du rausgefleit und du kannst das Ding wieder wunderbar für was anderes nutzen. Das ist null Problem. Deswegen, ich denke, da war ich bei solcher Tonner bleiben. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so umweltbewusst, das machst du das auch, aber ja, es ist ein wenig praktischer und durch so eine Tonner frisst sich ein Ratz nicht so leicht durch. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Wenn sie einen Angriffspunkt irgendwo haben, klar, aber wenn du eine runde Regentonner hast oder die Mülltonner, die haben keinen Angriffspunkt. Da beißen sie sich ihre DC aus, als dass sie nachkommen. Und das ist eben das Wichtige. Ich will das Getrag geschützt wissen, ich will, dass da kein Ungeziefer nachkommt, dass ich keinen Kot, kein Urin und nichts drauf habe. Und dann passt es auch. Ja, auf jeden Fall, der Home ist sauber. Das war wichtig, das ist jetzt auch gemacht. Bei Gelegenheit einmal die Fässer rauf. Und bei Gelegenheit muss ich mir dann einmal noch eine Gaschen organisieren. Und vielleicht noch einmal ein wenig Maß oder was. Nur mal gucken. Und dann ist der Home auch fertig, dann passt es. Dann habe ich eingelochert und dann kann ich wieder fleißig schruden. Und die Sache ist gut. Ja, ansonsten, ja. Sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. Zumindest nicht da. Da ist alles gut. Die Luken gehen leider nicht weiter auf. Irgendwie. Da ist das Gegengewicht sehr schwach. Beziehungsweise der Anstellwinkel nicht so toll. Ach stopp, vielleicht sollte ich das Licht wieder ausmachen, sonst brennt es nämlich morgen noch. Ups. Ja, ja, Adele. Ja. Licht aus. Und wenn wir schon dabei sind, Klappen zu. Aufgerammt. Ja, es ist schon deutlich schöner jetzt so. Wie gesagt, die Fässer oder die kommen dann noch auf. Die Mülltonner war ich noch unten lassen, da kann ich dann nicht mehr Getrag noch neu schruden. Und in der Mülltonner ist ja sowieso Getrag drin. Geschrut. Was jetzt noch gemacht werden muss, das Kabel da wird noch ausgetauscht. Das ist ja, eigentlich eine NIM-Leitung. Unterputzkabel, was normalerweise fest installiert wird. Ist natürlich scheiße, weil das bricht irgendwann. Stattdessen kommt dann was Flexibles neu. Bei dem brauche ich mir keine Gedanken machen. Das ist ein Ölflexkabel. Das ist jetzt kein NYY oder keine Gummileitung oder was, aber NYY wäre sowieso verkehrt, aber eine Gummileitung. AH07 zum Beispiel, die wäre eine Möglichkeit. Aber das tut es genauso, für das, dass ich den Stecker in die Steckdosen rein, aus der Steckdosen raus und wieder auf die Treppen lege. Da tut es ein Ölflexkabel genauso. Das ist flexibel, das bricht nicht. Dann entsprechen mir die Sicherheitsvorkehrungen und dann passt es, dann muss ich keiner aufregen. Was noch gemacht werden muss, da hinten kommt noch eine Holzplatte rein. Also auf der Rückseite da drauf. Dass da keiner mehr reingreifen kann. Nicht, dass eine Gefahr läuft, lang da rein. Weil ich meine, die wenn läuft und du bringst die Finger rein, da ist Kraft dahinter, das reißt dir die Hände ab. Oder macht die Finger kaputt oder sonst was. Muss nicht sein. Und ich meine, man arbeitet ja doch da, man langt da oben drüber und dann stolpert man vielleicht einmal blöd und kommt mit der Hände hinten rein. Und deswegen, da kommt der Holzplatte noch und unten das selber Spielchen, da wollen wir auch Holz dann die Quer irgendwie reinmachen. Das wollen wir mit der Treppe verschrauben und da unten eventuell mit dem Ding, dann ist der Motor auch gleich ein wenig fixiert und rutscht nicht hierher. Da hat der Riemen auch so eine leichte Vorspannung. Also was heißt leichte Vorspannung? So schlage ich da drauf rum, das passt aber, ist alles gut. Muss gar nicht mehr gespannt werden. Ja, und dann passt das auch, dann ist zumindest was die BG angeht, ist das ganz auch sicher. Ist noch keine Dauerlösung, muss noch irgendwas dran gemacht werden, alles klar, weiß ich, kommt noch. Ja, so viel da dazu, das ist jetzt da hinten so ein wenig passiert. Geschrut habe ich jetzt erst wieder, da ist ein wenig was drin, schon wieder ein wenig was davor verarbeitet, mein Getrag wird langsam weniger. Und dann passt das auch alles. Ja, die Adele jetzt mutsam wieder draußen. Die lässt sich immer vertreiben, das ist ein wenig dusselig, muss man ganz ehrlich sagen. Die traut immer die anderen nicht. Bloß das ewige, das holen jetzt dann einfach auf die Wiesen, das mag ich auch nicht. Die soll sich ruhig einmal mit den anderen ein wenig arrangieren. Ah,
Und ich muss auch mal ein wenig Konfrontation, weil der Jockel, der hat auch nicht alles zu sagen, der hat nicht das sagen, das ist einfach so. Aber das lernt auch früher oder später schon auch noch. Ne? Tja. Ich sag, jetzt hoffen wir einfach, dass es demnächst einmal endlich ein wenig schöner wird, ein wenig trockener wird. Dann kann ich da hinten einmal das Schlammluch noch wegmachen, die Wiesen anschlafen, noch gesät werden soll. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist alles so das, was noch ansteht. Ja, und dann ist noch was passiert und damit habe ich aber nichts weiter zu tun. Also ich habe einmal was gekauft dafür, aber mit dem, was jetzt passiert, habe ich wenig zu tun. Das macht mein Vater und mein Bruder ein wenig dran mitgebaut, weil der aktuell ein wenig Urlaub genommen hat. Ja, was ist das? Die IHC-Kabine. Ebenerdig. Ja, ist doch einmal was, ne? Da kann man jetzt wenigstens einmal schön Scheiben putzen, braucht sie nicht blogen, man kommt überall nach. Aber warum schaut es so schlimm aus? Oh Gott, der arme Bulldog. Ja, da wird was dran gemacht. IHC kaputt. Alles kaputt. Nee, nicht. Da habe ich auf WhatsApp überhaupt einen Witz gemacht, aber das haben manche nicht verstanden und gleich, ja, oh Gott, was machst du mit dem schönen Bulldog? Wieso und weshalb und warum? Nee, Leute, macht euch keine Gedanken, alles gut. Ist alles prima. Am IHC war die Hubwellen gemacht. Die Hubwellen von der Hydraulik, das ist die. Die ist verzogen. Ich habe schon mal gesagt, der große orange Abwischungsmulch hier da hinten ist bei uns immer genutzt worden, um die Hecken zurückzuschneiden. Der Mulchkopf hat so einer 5 Zentner und wenn du das Ding voll hinausfährst, die hat 5 Zentner so auf 6 Meter Entfernung neben dem Bulldog draußen, ist scheiße. Ist ein Haufen Gewicht. Ja, und da hat es uns wahrscheinlich irgendwann einmal die Hubwellen verzogen. Ist blöd gelaufen. Scheiße. Deswegen, ich mochte den Mulch überhaupt nicht. Ja, war dumm, weil man halt ab und an einmal ausgefahren hat. Mei, man lernt aus Fehlern, die Hubwellen ist verzogen und wir haben gesagt, jetzt bevor die Bestellung unten vom Feld losgeht, dann wird da am Bulldog einmal was gemacht. Wir wollen die Kreisladen noch einmal holen vor einem Bekannten, weil der Boden noch unten ist zwar kein Problem, aber der Boden draußen, der wurde jetzt 7 Jahre lang stillgelegt, da war 7 Jahre lang gar nichts auf dem Feld. Der wird knüppelhart sein. Dann hat er gesagt, da will er die Kreiseladen haben. Ich habe gesagt, nein, ich kann es auch mit meinen Glanaden anschlafen. Dann mal schauen, was rauskommt. Aber er hat gesagt, trotzdem mit den Hubwellen, es ist nicht schön. Du erbest was. Und wenn die verdreht ist, du weißt nicht, wie viel sie verdreht ist. Beziehungsweise, wir wissen es schon, wir haben es auch gesehen und die Hubstreben, die runtergegangen sind, dass die eine deutlich nach unten geneigt war und die andere fast gerade drinnen. Das war jetzt einmal mitgemacht. Außerdem, wenn wir drüber sind, wird am IHC die Hydraulikpumpe mitgemacht. Die ist nämlich auch kaputt. Die zieht irgendwo Luft. Und das muss auch nicht sein. Deswegen hat er gesagt, macht er die Hydraulikpumpe gleich mit. Die hat nämlich letztes Jahr beim Agern schon das Problem gehabt. Das hat geschäumt wie Sau, hinten war lauter Öl drauf, auf dem ganzen Bock. Das war kein Spaß, das war nicht schön. Und dann haben wir gesagt, dann kommt die jetzt da neu, die ist kaputt. Ich meine, der Bulldog, der ist Baujahr 84. Also was erwartet man? Es ist kein neuer Bulldog, da kann auch mal was kaputt gehen. Und nur weil der Bulldog erst 2000 Betriebsstunden runter hat, heißt das nicht, dass der Bulldog noch die 2000 Betriebsstunden dann kann er Beschädigungen haben darf. Standzeiten, Alter, war da mal was porös, geht da mal was kaputt. Es ist einfach so. Also wer mir weiß macht, der hat noch nie was an seinem Bulldog gehabt, dem glaube ich sowieso nichts. Mag einen Haufen Leute geben, die sagen, da war noch nie was dran, aber irgendeine Kleinigkeit ist immer irgendwo oder irgendwann zu machen. Aber wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es war da mal irgendwas gemacht, das haben wir gesagt. Deswegen schaut die IHC jetzt im Ganzen ein wenig nackert aus. Schaut schon recht speziell aus irgendwie. Der große Bulldog auf einmal ganz klar. Gestern war er da gestanden, die Haumrunde geklappt. Das ist ein wenig ein komischer Anblick, ein Allrad-Bulldog ohne Kabine. Es ist ein komischer Anblick, wenn man IHC so nicht kennt. Und da schaut er auch gar nicht mehr so groß aus. Also, ohne Kabine ist er doch ein relativ kleiner Bulldog eigentlich. Ich meine, 4 Zylinder ist ein kleiner Bulldog. Wenn man den Motor im Vergleich jetzt haben muss, ich zum restlichen Bulldog. Ja, also, soll ich jetzt nur mal sagen? Ist halt ein 4 Zylinder Motor. Nee, da war da mal irgendwas dran gemacht. In der Kabine kommt ein neuer Sitz rein. Der alte Sitz ist der Kompressor kaputt. Gibt es keine Ersatzteile leider nicht. Haben wir schon geschaut. Da muss jetzt quasi dann ein neuer Sitz mit rein.
weil den Kompressor, wir wollten da eigentlich abdichten, dass er wieder dicht wäre, hätten wir es jetzt noch nehmen können, aber Kompressor ist undicht, Problem ist, du fährst mit dem Bulldog, also du steckst auf dem Bulldog auf, darfst den Sitz aufblasen, dann fährst du ein bisschen damit, dann stellst du den Bulldog eine halbe Stunde ab und wenn du wieder drauf wächst, kannst du den Sitz wieder aufblasen. Und das ist auf Dauer, man macht es einmal, man macht es zweimal, man macht es vielleicht ein drittes Mal, aber irgendwann hängt es an seine Ohren aus, weil man sagt, boah, jedes Mal, wenn du auf den Bulldog aufgehst, darfst du den scheiß Sitz aufblasen. Und das Aufblasen, das dauert auch 5 Minuten, weil das ist eine kleine Kompressor drin, der pumpt ja dann ewig. Eine Ersatzkompressor für den Sitz gibt's nicht, haben wir auch schon gedacht, dass man auch nicht drauf macht, deswegen gesagt, es kommt ein neuer Sitz drauf, ist wurscht. Wenn man einmal ein wenig Geld in die Hände nimmt, dann macht man das mit. Was noch gemacht wird, die Kabinenfederung ist auch kaputt. Die ist einfach hart, die Gummis sind hart. Und ja, das hast du da teilweise dann schon richtig scheppern hören, wenn du über irgendwelche Unebenheiten drüber bist und du hast das auch gespürt in der Kabine. Deswegen die Federböcke oder die waren auch gleich neu gemacht. Und dann hat sich das, dann passt es, dann ist der Bulldog auch mal wieder so weit durch. Eine Kleinigkeit ist immer noch, eine Kleinigkeit ist gut. Am Motor haben wir immer noch das komische Geräusch. Weiß ich jetzt nicht, ob es mit aufmacht oder nicht. Weil vor der Frühjahrsbestellung hat er gesagt, will er zumindest das hinten machen. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ist, wie er Zeit dafür findet. Und ob er das jetzt dann mitmacht oder nicht. Also wir denken, das ist ein Massenausgleich vom Motor. Der ist seit 1984, dass es Geräusche macht. Damals war der Bulldog dann auf Reklamation beim Händler. Die haben das geprüft. Dann haben sie gesagt, sind die Ventile, haben die Ventile eingestellt. Dann war es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Dann ist der Bulldog wieder, oder wieder noch ein paar Stunden angefangen. Dann wurde wieder beim Händler, haben sie wieder die Ventile eingestellt. Kann jetzt nichts anderes sagen. Sind die Ventile, müsst ihr halt die Ventile öfter einstellen. Dann haben wir auch selber einmal geprüft. Ich meine, vorher das Kaufzettel. Und wo ist lange angefangen, hat die Ventile kontrolliert, ja, da war aber nichts zum Einstellen. Also, Ventilspiel weiß nicht. Und er hat damals schon gesagt, das könnte Massenausgleich sein. Der Händler hat gesagt, nee, damals war der Bulldog neu, du hast die Teile noch gekriegt. Jetzt schreiben wir das Jahr 2020, der Bulldog ist Baujahr 1984. Ja, Massenausgleich, du kriegst ihn auch noch, aber als billigen Nachbau aus der Türkei oder sonst wo, passt nicht zusammen mit den Zahnrädern, die innen auf der Kurbelwelle drauf sitzen, beziehungsweise mit dem Zahnrad auf der Kurbelwelle. Naja, normalerweise sind so Distanzring drin, mal vorher vermutet, da waren sehr viel Distanzring drin bei dem Motor, hat sehr viel Spiel zwischen den Zahnrädern, hätte Massenausgleich nicht nachgehört. Man muss aufmachen, muss schauen, wie es ausschaut. Wenn es ganz blöd läuft, kann es sein, dass er im Arsch ist, dann müssen wir schauen, was wir machen. Kannst nötigenfalls kannst du auch Zahnräder noch fertigen lassen, aber da kannst du auch mal davon ausgehen, so ein Zahnrad 500 bis 600 Euro mit Sicherheit, zwei Stück brauchst du. Dann weißt du nicht, wie das auf der Kurbelwelle ausschaut und dann war die Sache nämlich ganz schön kostspielig, aber ja, muss man sehen. Es ist halt einfach so. Ja, so viel da dazu. Also, falls jemand fragt, was eigentlich mit dem IHC los ist. Also so sagen die wenigsten an IHC, höchstens einmal in die IHC fahren, dass er mal eine oder andere restauriert oder zusammenbricht. Ich bin im Livestream schon gefragt worden, ob wir dann nicht dann gleich mit neu lackieren, wenn wir eh schon so weit sind. Ja, wir können es machen, aber im Moment, es ist eine Sache, das soll jetzt innerhalb von einer Woche soll das Ding wieder fahren. Das soll innerhalb von einer Woche wieder fahren, wir haben Holz zu spalten. Wir haben das Feld unten zu machen, wir haben zu ackern, wir haben das Laub noch, was zusammen gemacht werden muss und. Das ist der wichtigste Bulldog, der Hauptbulldog auf dem Hof. Freilich wäre es schöner, gleich neu zu lackieren. Aber wir haben halt jetzt kein halbes Jahr Zeit, den Bulldog da zu legen und komplett neu machen. Ich meine, wir haben einmal angefangen da mit den Fellen, weil die scheiße ausgeschaut haben, die waren halt gammelig. Dass die Kotflügel auch ziemlich angegriffen sind oder auch die Türen, das wissen wir auch, aber das ist auch Sache. Brauchst dann Winde, wo du den Bulldog auch definitiv nicht brauchst, wo du dann mit den anderen erben kannst. Meine Spalten könnten wir gerade noch mit dem KL300 machen, das kriegen wir vielleicht hin. Aber ja, ich sage Mischstreuer, ackern, also richtig ackern, da draußen auf dem Feld. Oder wenn du dann wirklich Kreiselarten oder sonst was brauchst, kannst du vergessen. Ich meine, ich mach mal schauen. Wird sich zeigen, jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Eine Kleinigkeit habe ich noch mitgekriegt am Rand. Der Bulldog kriegt noch was. Wer es kennt, Schnellkuppler.
Wie bei einem Radlader. Die alten Abreißkupplungen, die dran sind, sollen weg. Da soll dann ein Flocheisen gebaut werden und da sollen die Schnellkuppler rein. Und dann, ja, gehen die auch ein wenig leichter raus, weil die Abreißkupplungen, die draus sind, die haben halt auch schon mittlerweile ihr Alter, die müssen es da erneuern. Du blockst dich teilweise, manchmal kriegst du die Dinger nicht rein, dann halten sie auch nicht drinnen. Dann sind sie auch drinnen und du kriegst sie auch bald nicht mehr raus. Da hängst du drauf wie ein Schmied und ziehst drauf und passiert nichts. Haben wir gesagt, nein, dann machen wir die in den Zug auch gleich neu. Und dann machen wir gleich Schnellkuppler noch. Das ist das auch schön. Die kannst du auch leichter lösen. Das sind ja mit dem kleinen Handgriff, zack, beziehungsweise mit dem Zugring und dann sind die offen. So schaut es auf aller Fälle aus. Ja, und wie gesagt, sollte der Bulldogger mal ein wenig nackert. Da sieht man aber auch schön, dass er untenrum noch relativ gut in Schuss ist. Also gar nicht so schlimm. Andere haben wir da viel mehr Rostprobleme. Bei uns ist das Hauptrostproblem eigentlich die Türe unten. Da ist er knusprig und durch. Ich weiß gar nicht, die anderen, was glaube ich, ja. Da müssten die Türen unten neu gemacht werden. Na, die nicht einmal. Die ist sogar recht gut in Schuss. Die andere ist das Hauptproblem. Ja, und halt die Kotflügel. Die sind einfach kaputt. Aber alles zu seiner Zeit. Kommt alles einmal. Stückles weiß. Und bevor es jetzt wieder heißt, ne, da stecken sie wieder Haufen Geld rein. Ja, ich kann einen neuen Bulldog schon auch kaufen. Oder einen neueren Bulldog. Oder aber warum? Der Bulldog ist abbezahlt. Und wenn man mal was reinsteckt, dann steckt man was rein. Und wer ein Problem damit hat, wo ich mein Geld reinstecke oder wo wir ohne Geld reinstecken, das ist doch euer Problem, nicht meins. Gut, sind wir da unten fertig. Jetzt gehe ich hinauf, Abendessen. So Leute, jetzt haben wir mittlerweile Montagabend. Bei der Oma hat sich bislang nichts getan. Ich habe ja schon gesagt, ich gebe keinen Tipp mehr ab. Irgendwann wird es soweit sein und dann ist es soweit. Ja, heute ist nur eine Kleinigkeit passiert. Ich habe halt früh in der Brotzeit schnell bei der Raiffeisen angerufen und habe aber nachgefragt, welche Sorterpfel, dass ich die gleich habe. Die habe ich schon mal vorbestellt soweit. Und das Jahr habe ich andere Sorten wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich ja, so muss man ganz ehrlich, ich habe keine Sorten gekauft. Ich habe viel von meinem Futterzeug oder weggenommen gehabt, deswegen haben wir so viele verschiedene Sorten. Heuer gibt es einmal Sorten, die ich direkt als Sorterpfel kaufe. Und zwei Stück, die ich kaufe, sind insgesamt 7 Zentner. 4 Zentner die Sorten Annabelle, das ist eine Festkochung der Sorten. Und 3 Zentner Sorte Lilly, das sind Mehligkochung da. Die Sorten habe ich bislang noch nicht gehabt, die will ich auch mal ausprobieren. Man versucht ja immer wieder Neues. Ich denke von meiner, unten war da noch ein bisschen was übrig, sah, wo ich vielleicht dann was mit reinsetzen kann. Sei es für die Soraya, wo ich gehabt habe, beziehungsweise auch der Bamberger Handler will ich auch. Ich muss mich da ein bisschen drehen, weil der Korte, der will schon wieder auf den Schoß rauf, aber ich mag jetzt gerade nicht. Der Kini. Ist eigentlich geschnappt. Also nicht wundern, warum der sich jetzt so wie so blöd auf dem Schreibtischstuhl hierher dreht. Ja, ich habe auf alle Fälle 4 Zentner Annabelle und 3 Zentner Lilly bestellt, sind 7 Zentner. Und weil ich gerade dabei war, ich habe gesagt, ich möchte ja das Jahr einmal Rüben ausprobieren. Ich habe mir gleich einmal Saatgut für Futterrüben dazu bestellt. Zuckerrüben kriegen sie auch nicht her. Also ist ein wenig umständlicher, aber Futterrüben gibt es ein Saatgut. Das müsste man halt vorher im Gärtner irgendwo raus da oder auf einen Komposthaufen oder was. Müssen wir jetzt erst einmal ziehen und müssen jetzt dann vereinzeln. Habe ich gesagt, nee, das ist das geringste Problem, das lässt sich machen. Und muss dann quasi, wenn die Pflanzlage zu sind, die Pflanzen dann ausbringen. Ich will ja nicht große Mengen davon aussehen, dass ich so in die Seemaschinen und gleich ohne was befülle, sondern einfach mal als Versuch. Ein paar Reihen. Und dann schauen wir mal. Ich meine, wie viel das jetzt dann wird. Mein Vater, der hat halt mit dem Kopf geschüttelt, ganz ungläubig. Hat gesagt, bist du wahnsinnig. Letztes Jahr haben wir uns 2 oder 3 Zentner, wo du es gesteckt hast. Und heuer willst du gleich 7 Zentner. Habe ich gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es war. Und bevor ich mir jetzt ein wenig habe, und ich meine, wenn ich zu viel habe, den Rest kostet Sorterpfel, das sind auch bloß Äpfel. Den Rest kostet Essen, sind noch da, also so ist es nicht. Da stirbt mir das welche nicht, das sind auch bloß Äpfel. Ja, und dann schauen wir halt einmal. Ja. Das ist auf alle Fälle so der aktuelle Stand, was ich jetzt dann noch heute getrieben habe.
Wie gesagt, im Stall unten ist nichts weiter passiert. Was jetzt aktuell noch ein bisschen brennt, ich suche auf jeden Fall, und hier sei an alle Dexterzüchter in Deutschland mal mein Hallo gerichtet. Ich suche für die Adele ja auf jeden Fall noch einen Partner, beziehungsweise idealerweise Ferse oder Kuh dazu. Idealerweise wäre es, wenn die Kuh bzw. die Ferse gebracht werden könnte. Ich gestehe, ich habe immer noch keinen Hängerschein. Ich darf kein Autoanhänger fahren. Darf quasi nicht jetzt nach Bremen fahren und darf da eine Kuh holen. Das nächste ist, ich habe auch keinen Sachkundenachweis für die Transporte. Also ich darf nicht fahren. Also deswegen ja an dieser Stelle einfach mal ein Hallo, und ich suche hier, hallo, für die Adele. Soll noch jemand dazu? Vielleicht war es ja eine von meiner Zuschauer jemanden, der Anna hat. Wichtig ist mir, es soll eine rote Kuh bzw. eine braune Kuh sein. Die Kuh soll auf jeden Fall Hörner haben. Und die soll rote Vorfahren haben. Ich möchte bei dem roten Farbton bleiben. Das heißt, normalerweise erkennt man das, ob sie rote Farb an roten rote Vorfahren haben, wenn die Nasen vor die Kühe bzw. die Fersen hell ist. Ich bin irgendwie verschnupft. Corona bestimmt, ganz bestimmt Corona. Nee, muss ein bisschen die feuchte Luft draußen, ständig der Ring. Ja, erkennt man normalerweise, das hat mir der Thorsten gesagt, von der Nutztier-Eiche Sonntag, das erkennst du normalerweise recht gut dran, wenn die Nasen hell sind, dann haben sie meistens auch Ruder vorfahren gehabt. Und ja, wie gesagt, ich bin auf der Suche, es soll ein zweites Rind dazu, zu der Adele, es soll ein Rind werden in demselben Farbton wie die Adele, und es soll auf jeden Fall Hörner haben. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, also falls da jemand was weiß, wie gesagt, wäre nicht schlecht. Ja, und dann, was noch gesucht war, der Maschine, die ich mir heuer noch anschaffen will, weil ich ja immer mal gefragt war, was hast du denn eigentlich noch geplant? Also was es wirklich für eine Maschine gibt, die ich mir anschaffen möchte, das ist ein Netzeggen. Wer es nicht kennt, ein Netzeggen, das ist ein dünnmaschiges Drahtgitter, könnte man sagen. Wippend aufgehängt untereinander, also es ist alles flexibel. Und hat dünne Drahtstifte, die nach unten zeigen. Also es ist ähnlich wie die moderne Striegel, bloß das hat es ja früher schon mal gegeben. Da hieß es halt Netzeggen. Das ist gedacht, um ja, Unkraut auszureißen, zum Beispiel in die Äpfel oder so. Wir haben mal einer gehabt. Haben sie leider vor ein paar Jahren weggeschmissen. Jetzt mehr hätte ich wieder einer haben, weil ein Striegel ist mir ehrlich gesagt zu teuer. So viel Geld muss ich nicht ausgeben. Also falls da auch jemand was hat, hier hätte Bedarf. Soll natürlich jetzt nicht an 500 Kilometer weg sein, das ist ein wenig blöd. Und natürlich auch keine Unsummen kosten. Ja, in diesem Sinne, das war's jetzt dann zu diesem Video. Wenn lang nichts kam, dann zumindest einmal ein bisschen was. Jetzt seid ihr mal auf dem aktuellen Stand. Ob am kommenden Freitag schon wieder ein Video kommt, das verspreche ich jetzt an der Stelle mal nicht. Das sage ich gleich. Ich suche jetzt nicht fest zu, da kommt eins, weil vielleicht habe ich andere Sachen auch noch zu tun oder keine Lust oder das weiß ich nicht. Und ich habe ja eigentlich gesagt, das nächste Video kommt, wenn die Oma mal gefergelt hat. Jetzt kommt halt doch eins, weil eigentlich ja schon Vermisstenmeldung quasi abgegeben haben, weil so lange nichts von mir gekommen ist. Deswegen, ich verspreche mir noch nichts. Schauen wir mal, ob was zusammenkommt, ob es Filmmaterial gibt. Wenn, dann ja, werde ich was sehen. Ansonsten machen wir halt wieder einen Livestream um Samstag vielleicht. Ja, dann sehen wir schon. Ja, gut, das war's. Bevor ich jetzt wieder ewig weiterrede, dann war das Video bloß unnütz lang. Ich wünsche euch jetzt dann eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Servus, bis dann.